Moin, liebe Brussen, super, dass ihr auf dem Samstag wieder dabei seid. Samstag ist wieder großer Ranking-Tag. Heute die legendärsten Innenverteidiger seit 2000. Ich mache wieder ein Ranking. Ich habe ja schon Stürmer-Ranking gemacht. Ich habe schon 6er, 8er, 10er-Ranking gemacht und auch ein Trainer-Ranking. Schaut gerne mal rein. Heute machen wir die Innenverteidiger. Habe ich richtig Bock drauf. Da sind richtig geile Namen dabei. Das wird sehr, sehr spannend. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Lasst wie immer gerne ein Abo und einen Daumen da. Das ist einer meiner Lieblingskategorien tatsächlich, diese Rankings. Und ja, wenn ihr noch was braucht, buschisborussia.de ist noch bis morgen, 23.59 Uhr. Da gibt's als Hoodie und als Shirt. Und jetzt starten wir rein auf den Samstag. Das wird ein legendäres Ranking. Ich sag's euch, da sind wieder Namen dabei. Das wird heikel. Am Anfang brauche ich tatsächlich eure Hilfe, weil das sind ein paar Namen, an die ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern kann. An den ich mich auf jeden Fall noch richtig erinnern kann, ist Marcelo Pleitsch. Das ist der erste, den ich ranken werde. Eigentlich auch, also der war von 99 bis 2005 bei uns, Marcelo Pleitsch. Ist, glaube ich, mittlerweile im Knast wegen Drogenhandel. Davon hatten wir so einige legendäre Spieler. Entschuldigung, hat 150 Spiele für uns gemacht, 3 Tore, 1 Vorlage als Innenverteidiger, was gar nicht so schlecht ist. Ja, also ich würde ihn nicht in wackelig einstufen, weil er dafür eigentlich fußballerisch gar nicht, also das waren halt auch andere Zeiten, wir waren zu dem Zeitpunkt auch fußballerisch bescheiden als Borussia Mönchengladbach, muss man einfach so sagen, so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft. 99, 2000 haben wir in der zweiten Liga gespielt, 07, 08. Ich würde ihn aber trotzdem in Mauer packen, Marcelo Pleitsch. Marcelo Pleitsch ist für mich eine Mauer. Bollwerk ist natürlich sehr, kurz vor Abwehrgott. Abwehrgott ist halt überragend und Eigentor ist die schlechteste Kategorie. Dann kommen wir zu Zlatan Arsenal. Ohne Witz, auch wenn er 162 Spiele gemacht hat, 14 Tore, 6 Vorlagen. Was natürlich, der hat auch ein bisschen, hat auch öfters als linker Verteidiger gespielt, deswegen hat er relativ viele Tore gemacht. Das klingt für mich sehr gut. Ich kann mich aber leider gar nicht mehr an den erinnern. Hat von 98 bis 2004 bei uns gekickt. Da war ich halt, 2004 war ich 10. Kann auch daran liegen, aber Marcelo Pleitsch habe ich noch bessere Erinnerungen. Ich würde ihn aber trotzdem in die gleiche Kategorie packen. Steffen Korrell hat tatsächlich von 2000 bis 2005 bei uns gespielt. Auch Libero so ein bisschen, 89 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage, aber in 5 Jahren 89 Spiele. Das ist eher wackelig, sage ich euch, wie es ist. Und jetzt Jeff Strasser. Da tue ich mich wirklich schwer mit bei Jeff Strasser. Hat 122 Spiele gemacht, 3 Tore, 1 Vorlage. Von 2002 bis 2006 war Jeff Strasser bei uns. Der hat auch einige Eigentore fabriziert. Mit der Nummer 7 war unser Kapitän. Aber ich fand ihn, ehrlich gesagt, sportlich schwierig. Ich sehe ihn nicht auf einer Stufe mit Marcelo Pleitsch und wie heißt er? Arsenal? Entschuldigung, wie gesagt, der sagt mir gar nichts mehr leider. Deswegen würde ich ihn tatsächlich wackelig packen, weil das war schon schwierig, auch wenn er unser Kapitän war. Einige werden mich wahrscheinlich in den Kommentaren dafür zerfetzen, wie ich das machen kann, aber ich tue ihn wackelig. Also jetzt kommt eine absolute Legende, Craig Moore. Wer den nicht geliebt hat, ich sag's euch, also der hat immer Hüfthoch abgegrätscht. Eigentlich müsste ich ihn direkt in Abwehrgott packen. Craig Moore, ich habe den Typen geliebt, auch wenn er nur 13 Spiele für uns gemacht hat und ein Tor. Aber das ist das, was Fußball für mich ausmacht. Einfach Leidenschaft, Grätschen. Den hättest du auch in die Kreisliga schicken können. Er hat auch alle weggemetert. Aber er ist natürlich ein Eigentor. Also das geht gar nicht. Craig Moore, ja. Das war, aber war ein geiler Typ. Vom Typ, also vom, wenn man einen Typen ranken würde, wäre es Abwehrgott. Aber ist dann leider Eigentor. Nico van Kerkhoven, 19 Spiele, 5 Tore, war auch nur ein Jahr da, genauso wie Craig Moore. Gleiche Kategorie. Das war nichts. Bo Svensson, jetzt wird's schwierig. Bo Svensson und C. Antonio würde ich in einem Ranking abfrühstücken, beziehungsweise den miteinander vergleichen. Die waren beide von 2005 bis 2007 da. Ich glaube, C. Antonio kommt auch zum Legendenspiel nächste Woche. Einige von der Liste werden dabei sein. Ich sag mal so, Bo Svensson 33 Spiele, 2 Tore und C. Antonio 68 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage. Wenn ich die in die gleiche Kategorie packen würde, wäre es unfair. Deswegen gehe ich bei Bo Svensson, wir sind natürlich auch 2007 dann abgestiegen, da haben die natürlich auch ihren Anteil dran, sind nicht mit in die zweite Liga gegangen, aber C. Antonio habe ich stärker gesehen, würde ich noch als Mauer betiteln.
Ja, und deswegen fände ich es unfair, wenn wir die beiden ein gleiches Ranking packen würden, beziehungsweise eine gleiche Kategorie. Da habe ich Antonio stärker gesehen, muss ich sagen, der auch zum Legendenspiel kommt. Dann einer, der leider schon verstorben ist, Steve Guhuri. 47 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen, war von 2006 bis 2009 da, ist mit uns wieder aufgestiegen. Mit gut Will und ich hoffe, er guten Frieden, wird er bei mir als Mauer eingestuft. Hat noch eine sehr gute Karriere hingelegt, war auch noch in der Premier League, ich glaube bei Wigan Athletic damals. Geiler Typ, deswegen für mich noch eine Mauer. Thomas Kleine, das war ein Missverständnis, muss ich ehrlicherweise sagen, war von 2007 bis 2010 bei uns, hat nur 30 Spiele gemacht, 3 Tore, 0 Vorlagen. Der kam von Kräuter Fürth, da war der richtig gut, aber das war ein Missverständnis, klares Eigentor. Und jetzt, bevor die Kommentare kommen, du hast Toni Janschke vergessen. Du hast unsere Legende vergessen. Nein, habe ich nicht. Der hat aber 148 Spiele als Rechtsverteidiger gemacht und 112 als Innenverteidiger. Deswegen wird er in meinem Außenverteidiger-Ranking, was wahrscheinlich nächste Woche kommen wird, vorkommen und nicht heute. Also kein Hate in die Kommentare, ich habe ihn nicht vergessen. Jan-Ingvar Carlsen-Bracker hat es bei uns einfach nicht geschafft. Auch Eigentor, 14 Spiele, kein Tor, keine Vorlage. Aber gut, das ist als Innenverteidiger auch nicht so wichtig, muss man dazu sagen. Ne? Jetzt kommt der erste Abwehrgott, Dante. Der fährt für mich ganz klar nach oben, auch wenn er zu Bayern gegangen ist. 103 Spiele, 8 Tore, eine Vorlage. War extrem wichtig. Ich hatte in der letzten Minute in Cottbus mal ein Tor gemacht, wo wir dann wahrscheinlich wegen dem Tor nicht abgestiegen sind. Hat in der Relegation für uns ein überragendes Spiel gemacht. Geiler Typ, hat sich die Haare dann noch rasiert. Hat zwar einen Elfmeter gegen Bayern verschossen und ist dann auch noch dahin gegangen. Aber für mich ist es ein Abwehrgott. Jetzt bleibe ich dabei. Bamba Anderson hingegen ist wieder Eigentor. Ja, der hat es bei uns auch nicht gepackt. 14 Spiele, obwohl er eigentlich noch eine relativ gute Karriere hingelegt hat, auch bei Eintracht Frankfurt und Düsseldorf, glaube ich, war er. Hat aber bei uns nur 14 Spiele gemacht. Deswegen ganz klar in Eigentor. Martin Stranzl, ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Kam schon im relativ hohen Alter zu und zwar noch von 2010 bis 2016, ich glaube, er kam damals sogar aus Moskau oder so, bei uns 145 Spiele, 10 Tore, eine Vorlage. Überragender Typ, Anführer. Für den ist eigentlich die Kategorie Abwehrgott erfunden worden, bin ich ganz ehrlich. Ja, Martin Stranzl würde ich gerne auch wieder im Verein begrüßen, wenn wir dafür eine Stelle freimachen würden. Und ja, ne, also das, da gibt es auch für mich keine Diskussion. Abwehrgott. Jetzt wird schwierig. Alvaro Dominguez, ich habe schon mal ein Transfer-Ranking gemacht. Da ist er zu schlecht weggekommen. Er war ein sehr guter Innenverteidiger, muss ich sagen, beweglich. Hat 106 Spiele auch für uns gemacht, 3 Tore, 5 Vorlagen. Hätte auch Außenverteidiger spielen können. Hat, glaube ich, auch mal ab und zu Außenverteidiger gespielt. Ja, sein Rücken oder Wirbelsäule hat nicht mitgemacht, war eine Fehlstellung. Das war damals wirklich auch ein Drama, ich kann mich da noch daran erinnern. Da hat auch mal Max Eber, glaube ich, bei Sky 90 angerufen, weil die da falsche Aussagen getätigt haben. Zu Max Eber kommen wir morgen übrigens. Und ja, ich würde ihn trotzdem mit Mauer packen. Tut mir unglaublich leid für den Jungen. Der hatte viel Potenzial, aber ja. Der Körper hat nicht mitgespielt. Andreas Christensen ist für mich das erste Bollwerk. Hat 82 Spiele gemacht, 7 Tore, eine Vorlage. Wenn er länger bei uns bei Borussia geblieben wäre, wäre er ganz klar Abwehrgott gewesen. Aber 2 Jahre reicht für mich einfach nicht, um Abwehrgott zu sein. Deswegen Bollwerk. Ja, und Nico Elvedi kam schon relativ früh. Spielt seit 2015 bei uns. 251 Spiele, 13 Tore, 9 Vorlagen. Hat natürlich auch ein paar Spiele als Außenverteidiger gemacht, muss man dazu sagen, aber mehrheitlich in der Innenverteidigung und ist für mich jetzt schon Abwehrgott. Sage ich euch, wie es ist. Nico Elvedi, klarer Abwehrgott bei Borussia. Martin Hinteregger, das war wieder. Ist eigentlich schade, dass Martin Hinteregger es bei uns nicht geschafft hat. Hat aber eigentlich auch bei uns mehr Außenverteidiger gespielt. Ich habe ihn trotzdem mal in das Ranking hingepackt. Wenn man sieht, was er bei Frankfurt noch alles geleistet hat, ist es schade, dass das bei uns nicht gepackt hat. Und deswegen muss man ihn schon in Eigentor packen, aus meiner Sicht. Ne? Genauso wie Kolucicak, der jetzt bei Schalke spielt. Ja, dazu. Also wer mir da einen Case aufmachen will, dass der irgendwo eine Kategorie höher kommt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir alle Kommentare durch, antworte eigentlich auch auf alle. Ja, aber Kolo, das war nichts. Jetzt haben wir Martin Westergaard, war von 2016 bis 2018 bei uns, 83 Spiele, 7 Tore, 11 Vorlagen, oder eine, könnte eine, ne, ist nur eine,
Ja, das klassische Bollwerk für mich. Ne? Haben wir noch teuer verkauft, sehr teuer, ich glaube nach Southampton. Gleiche Kategorie wie Christensen für mich. Zur Abwehrgott reicht es aus meiner Sicht nicht. Luis Jordan Bayer spielt seit 2017 bei uns natürlich immer mit Unterbrechung, hat bis jetzt 36 Spiele gemacht, meist auch als Außenverteidiger. Ich will ihn trotzdem als Innenverteidiger ranken. Ich gebe ihm aktuell eine Mauer. Da ist natürlich noch viel Potenzial nach oben, für mehr reicht es bei mir aktuell noch nicht. Da muss ich noch behaupten und erstmal festspielen bei uns. Ne? Dann ist er ein Bollwerk. Matthias Ginter, ich habe lange überlegt. Ginter war bei uns von 2017 bis 2022, hat 179 Spiele gemacht, 11 Tore, 5 Vorlagen. Klingt alles sehr gut, aber ich sehe ihn nicht auf einer Stufe, ganz ehrlich, mit Dante, Stranzel und Nico Elvedi. Bin ich ehrlich. Deswegen packe ich ihn in ein Bollwerk. War ein Top-Transfer, muss man einfach so sagen. Hat eigentlich auch immer alles für Borussia gegeben. Das Ende war unglücklich, sage ich euch, wie es ist. Aber schwierig. Also ich finde ihn nicht als Abwehrgott. Also das reicht für mich nicht. Marvin Friedrich ist natürlich unfair, ihn jetzt schon zu ranken, sage ich euch, wie es ist. Ich habe Reece Oxford, das Bild, komplett vergessen. Aber Reece Oxford hat auch bei uns gespielt, habe ich aber nicht aufgenommen, ja, weil er viel Außenverteidiger gespielt hat, mehr rechter Verteidiger und 3 Spiele nur in der Innenverteidigung. Deswegen habe ich Reece Oxford nicht mit aufgenommen. Marvin Friedrich ist jetzt seit 21 bei uns, hat 24 Spiele gemacht, 1 Tor, das aber im Derby. Er hat 5,5 Millionen gekostet, ist natürlich schwierig, einen Spieler zu ranken, der noch bei uns spielt, aktuell. Oder aktiv ist und noch nicht so viele Spiele gemacht hat, aber ich würde ihn erstmal als Mauer einstufen. Kann natürlich noch wackelig werden oder halt auch, wenn er noch durchstartet, ein Bollwerk, da ist alles möglich. Itakura von den Ansätzen, knalle ich schon mal ein Bollwerk. Wenn der Junge fit bleibt, sage ich euch, und noch 4-5 Jahre bei uns spielt, dann wird er zum Abwehrgott, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist das Ranking. Das ist das Ranking für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin riesig auf eure Kommentare gespannt, wie ihr das Ranking durchgeführt hättet. Bei mir sieht das so aus. Wir können es ja gerne nochmal einblenden zum Schluss. Also so sieht mein Ranking aus. Ich freue mich auf eure Rankings in den Kommentaren. buschisborussia.de mit einer Dankes-Weihnachtskarte von mir immer dabei, auch als T-Shirt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Samstag. Wir hören uns morgen wieder. Da gibt es all meine Top-Transfers zu Borussia. Wird Gladbach ein Ausverkauf? Was ist mit Max Eberl? Wie waren die Aussagen zu deuten? Alles drum und dran. Morgen ein Riesen-Update. Ich freue mich. Und wir werden morgen auch besprechen, wie es in 2023 mit Buschis Borussia weitergeht. Da wird es viele Neuerungen geben. Macht's gut. Ciao.